Hallo Leute und willkommen zurück zu Resident Evil 7. Ja, wir haben das nächste Videoband jetzt hinter uns gelassen und ja, im Endeffekt geht es jetzt in der realen Welt weiter, wenn man das so sagen kann. Flüssige Chemikalie, ach sehr gut, was haben wir überhaupt im Inventar? Wir haben Schießpulver, ach das ist ja großartig, pass auf. Dann kombinieren wir erstmal das, haben jetzt noch einmal Heilung und noch einmal Kraut, okay. Bin gespannt, ob wir jetzt hier. Oh, was ist hier? Ob wir hier überhaupt weiterkommen. Okay. Fahrstuhlschacht. Moment, Moment. Ich möchte erstmal wissen, was hier so ist und ob es da weitergeht. Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Toxin könnte das wahrscheinlich heißen. Zerstört eventuell aller Indikatoren. Bio, basisch, ich weiß nicht. Irgendwas beseitigt, Objekten muss vor, geben Sie die Probe, was auch immer das zu bedeuten hat. So, können wir hier durch? Ja, hier können wir durch. Moment, wo sind wir jetzt überhaupt? Was sagt die Karte? Chefsfrag. Ah, alles klar. Alles klar. Moment. Maschinengewehr, Muni. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben keinen Dietrich. Ach Mist. Ach, schade. Wäre bestimmt noch was Nützliches drin gewesen. Flüssige Chemikalie, noch eine. Sehr schön, dann könnten wir. Na, kommt schon, dann könnten wir nochmal Arznei herstellen. Oder aber jetzt nochmal Munition. Wisst ihr was, Leute? Ich verbrauche immer so viel Muni, ne? Dass ich mir fast überlege, ob wir das nochmal so kombinieren. 20. So, 28 haben wir jetzt, ne? Ist wohl kaputt. Ach so, sieh an. Kraut. Ja, und jetzt haben wir nochmal Kraut. Also, ich glaube, das reicht, ne? Geht's hier durch? Ach so, zu verwendendes Objekt. Okay. Gut, also da brauchen wir dann ein Ätzmittel. Was müssen wir überhaupt tun? Nach Ethan suchen ist das Hauptziel. Na klar, die Tür mit Ätzmittel öffnen. Okay. Okay. So, dann geht's also jetzt in den Fahrstuhlschacht, ja? Das kann ja super werden. Hoch, hoch, was ist das hier unten? Noch eine Luke. Zu verwendendes Objekt. Ja, keine Ahnung. Keine Angst. Schraubenschlüssel? Oder so? Dass wir den brauchen? Von oben in den Fahrstuhl steigen. Ja. Okay. Ich muss auch gleich nochmal komplett auf die Karte gucken. Also alle Stockwerke durchgucken. Ich habe hier so Probleme mit der Orientierung. Das ist so krass. So, hast du es bald geschafft? Sehr schön. Sicherungskasten. Da geht's nicht weiter. Und da jetzt wieder runter? Eieiei, okay, dann muss ich gleich erst recht auf die Karte schauen. Kein Plan. Moment, das ist neu. Schiffswrack 4F. Ja, okay. Vielleicht funktioniert er noch. Okay, Kamera wechseln. Ach so, das ist die Kamera hier irgendwo hinter uns. Das ist der Raum, in dem wir vorhin waren. Fahrstuhlschacht. Das kann ich gerade überhaupt nicht zuordnen. Ethan. Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. S2. Unterstes Deck. Okay. Ethan! Hör auf, Evelyn! Evelyn, lass es! Schreck mich nicht so! Verdammte Halluzination! Okay, Wo so, ist Moment. sie? Wo ist sie? Also, jetzt wie gesagt, mal eben kurz die Karte. Schiffswrack 4F. Wir sind jetzt. 2F? S2, hier ist er irgendwo. Aber S3 ist doch komplett unten. Warum hat sie denn gerade. Oh, mein Schatten. Warum hat sie denn gerade gesagt, Ethan wäre ganz unten? Na gut. Oh, das ist mir hier voll nicht geheuer. Da ist eine Tür. Was ist das? Schießpulver. Ach, super. Gar nichts. Huch. Huch, was war das denn? Oh, ich will nicht so nah an den Fenstern vorbeilaufen. Ich glaube, ich laufe lieber hier.
heimliche Hustenpause zwischendurch. Alter, das ist schon... Boah, das ist schon riesig, ne? Das komplette Schiff hier und alles, was dazugehört. Bombe mit Fernzünder. Ja, ich glaube, die muss ich echt... Wie viel habe ich davon? Eine jetzt. Die muss ich ein bisschen effektiver einsetzen. So wird das sonst nichts. Da ist noch ein Spind. Und da ist nichts drin. Okay. Also, da ist jetzt eine Tür. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Ah, Kapitänskabine. Oh. Oho, da ist die Maschinenpistole drin. Und wir brauchen einen Schlüssel. Und was ist da noch drin? So eine Bombe. Das ist ja super hier. Kreuzschlüssel. Ach, der ist für den Fahrstuhl, ne? Denke ich mal. Karte des Schiffs. Was ist jetzt daran anders? Ist einfach nur beschrieben, ne? Brücke, Kapitänskabine. Das Maschinengewehr bekommen, den Schlüssel für den Waffenschrank finden. Ja, das kann was werden. Das kann was werden, Leute. Okay. So, ich habe jetzt schon wieder die Orientierung verloren, wie ich zurück zum Fahrstuhl komme. Aber nein, hier. Ja, ich komme wahrscheinlich von da nochmal rein. Moment, ist das jetzt? Ist das jetzt die Tür, die uns wieder zur Brücke führt? Ja. Okay. Ist da zufälligerweise noch was im Spind? Eine wunderbare Chemikalie? Nein, ein bisschen Kraut. Ein bisschen Kraut. 4F. Oh, da geht's runter. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, und hier kommen wir... Ja, hier kommen wir nicht rüber, ne? Okay, nein. Gut. Also, oh, ein Wackelkopf. Mensch, habe ich ein Messer? Ich habe kein Messer. Soll ich jetzt eine Patrone verwenden für den Wackelkopf? Wisst ihr was, das mache ich. Ja, komm. Ist schon in Ordnung. 26 Schuss. Ich hoffe, das geht schon. Ich weiß auch nicht, was die Wackelköpfe bringen. Ich weiß nur, dass ich auch schon viele davon übersehen habe. Aber mein Gott. Das war es mir jetzt wert, der eine Schuss. Und jetzt da runterspringen? Ist das dein Ernst? Okay. Okay. So, dann Kreuzschlüssel verwenden. Okay. Also, wow. Wow. Hä? Was sind das hier für Geräusche? Wartet doch mal bitte, Leute. Wartet mal bitte mit den Geräuschen. Ach, da unten läuft einer. Na, der kann mir hier gerade nichts tun, ne? Was ist das hier? Louis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Waddle danach fragen. Bester Name, Waddle. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Dwayne. Okay, also auf der Krankenstation ist irgendwo ein Kabel. So, da fehlt es, oder wie? Und deshalb kann ich da auch nicht drücken. Hochklettern, herabsteigen. Ach so. 2F? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gehen wir in 2F, da waren wir doch noch gar nicht. Oder? Überlebensmesser. Ich glaube, in 2F waren wir noch gar nicht. Aufenthaltsraum, Gästezimmer. Nee, weil hier nämlich, genau, hier war die Tür verschlossen. Du hast jetzt... Nee, Bombe mit Fernzünder will ich nicht. Du hast jetzt hier die Waffe, ne? Okay. Oh. Na komm. Na komm, mein Freund. Oder ist das sinnlos? Oder ist das sinnlos für einen Gegner das Ding zu nutzen? Aber wollte ich jetzt gerade? Ach so, hä, waren wir doch schon in 2F? Nee. Hier können wir auf jeden Fall speichern. Oh, Ätzmittel, super. Ivy ist oben. Ich dachte vorhin... Pistolenmuni. Ich dachte vorhin, das wäre der Raum.
Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte hatten wir das schon? Nee, können wir ja gar nicht. Wir waren ja noch nicht. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe. Dass Evelyn, sollte sie in ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen, das kommt mir total bekannt vor. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie... Das hatten wir doch schon. Aber... Wir waren doch hier in 2 noch gar nicht, oder? Oder bin ich jetzt... Ach so, ja klar. Oder bin ich jetzt ganz bescheuert? Also ich meine, der Raum sieht genauso aus wie der, wo Ellen lag. Aber trotzdem... Da stand auch eine Truhe. Ich bin verwirrt, aber okay. So, wir haben nichts dabei und alles andere können wir auch mitnehmen, hoffentlich. So, du bist erstmal platt, oder? Das will ich doch hoffen. So, Messer habe ich jetzt auf 3. Ist ein bisschen... gewöhnungsbedürftig. Und auch heute wieder... Nein. Und auch heute wieder... Entriegelt, okay. Das ist jetzt die Tür. Moment mal. Ja, das ist die Tür, genau. Was ich sagen wollte, auch heute wieder ein paar kleine Lags. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt... Aber ich versuche das ja für euch so gut wie möglich zu schneiden, dass ihr davon irgendwie nichts mitbekommt. Oder wenig mitbekommt. Wow. Okay, Moment. Nein. Aber wir haben so viel... Kann der hier irgendwo durch? Wir haben so viel Muni. Ich weiß nicht, ob das... Ah, der hat aber so ein Ding. Dann war das eine gute Idee. Ich hoffe, jetzt kommt gerade nichts von hinten. Bam. Und tschüss. Tschüss, mein Freund. Bleib bitte tot. Da ist ein grüner Knopf. Boah, die Geräusche hier. Also, ich glaube, das sieht einfach genauso aus wie auf dem Deck da drüber. Klar, da habe ich mich nämlich hier in die Ecke gesetzt. Also auf dem Deck da drunter oder drüber, wie auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Bah, ich höre doch schon wieder irgendwas. Schießpulver. Schießpulver ist super. Da ist sonst nichts mehr. So, dann möchte ich jetzt hier vorne rein. Das müsste ja dann die Küche oder so sein. Die ist vermutlich noch nicht... Ach doch, die ist schon auf. Die ist schon auf. Maschinengewehr. Und da ist nichts drin. Schade. Und da ist auch nichts mehr. Ich finde die Geräusche echt ganz schlimm, wenn man über dieses Molded-Zeug läuft, weil ich auch immer denke, dass da dann jemand kommt. Oh nein. Mach mal bitte die Tür zu. Schon lange nicht mehr die Türen zugemacht. Kraut. Kraut ist super. Da ist ein Tresor. Lässt sich nicht öffnen. Okay. Moment. Wir haben das Bild so. Müssen wir das einfach nur genauso drehen? Oder komplett spiegelverkehrt? Das ist die Frage, ne? Das war's? Das war's? Okay, Leck beim Öffnen. Und dreimal Ätzmittel? Das war's jetzt? Okay. Hätte ich mir jetzt krasser vorgestellt. Wow, wir haben viele Ziele. Die Tür mit Ätzmittel öffnen, den Fahrstuhl reparieren, das Kabel aus der Krankenstation 3F finden, eine Sicherung finden, den Schlüssel für den Waffenschrank finden. Wow, das ist ganz schön viel, ne? Es ist ganz schön viel. Und ich muss mir jetzt mal überlegen, was ich jetzt als nächstes tue. Gehe ich in 3F? Ach ja, hier war ich noch nicht, ne? Da könnte ich nochmal eben kurz gucken. Wo kommen wir denn hier hin? Oh. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Hier waren wir noch gar nicht. Ich wollte jetzt eigentlich durchs normale Treppenhaus nach oben. Oh. Oh, sehr schön. Und das kann ich... Ach doch, das kann ich eröffnen. Dietrich. Ach, cool. Das ist ja super. Und noch ein Wackelkopf. Aber da kann ich nicht hinlaufen. Dann machen wir das so. Zack, haben wir den auch. So. Dietrich. Ich muss gerade überlegen, was öffne ich damit? Wow.
gerade was? Leute, warum kommen jetzt Geräusche und warum leckt es jetzt? 2F. So, war ich da hinten jetzt schon? War ich hier schon drin? Das kann ich aufätzen. Alles klar, kommt der raus. Oh, lass doch mal bitte die Geräusche. Ist das jetzt hier da so ein Verbindungsraum? Moment, da muss ich mal eben nachgucken. Ja, das ist so ein Verbindungsraum. Aber, Koyen, aber es ist doch sinnlos, hier die Tür aufzuätzen. Oder nicht? Ist das nicht ein bisschen doof, wenn ich von hier auch reinkommen würde? Raus. Komm doch raus. Komm doch raus. Komm. Wow. War das klug oder war das dumm? Ich weiß es nicht. Na toll, ich komme von hier. Ich komme von hier da gar nicht hin. Flüssige Chemikalie. Ja, das ist schon in Ordnung. Da ist sonst nichts mehr. Was haben wir da? Schießpulver. Ah, super. Doch, gut, dass ich hier reingegangen bin. Was haben wir hier? 16 Jahre seit dem Albtraum von Raccoon City. Leiden die Überlebenden immer noch? Ja, das glaube ich wohl, dass die leiden. So, toll. Eine Bombe benutzt, aber gut. Für Schießpulver mache ich das doch gerne. Da müssen wir jetzt doch hier die Tür aufätzen. So, vier Stück haben wir insgesamt. Okay, wehe, ich finde hier jetzt nichts Tolles. Eine Bombe? Na, dann hat sich das doch schon gelohnt. Wow. Schrankschlüssel, Kapitänskabine. Okay. Es ist gerade allgemein ganz schön viel Zeug, was man findet, oder? Starke Flüssigkeit. Okay. So, ich muss mich jetzt erstmal wirklich ein bisschen orientieren und überlegen, was ich mache. Erstmal hinhocken. Nee, Quatsch. Also, hier habe ich mir jetzt im Endeffekt alles angeschaut. Ich könnte jetzt, Gästezimmer. Ich könnte jetzt einfach nach oben gehen, ne? Kann ich auch in den Fahrstuhl und dann klettern? Hocken. Müsste doch auch gehen, oder? Oh, es wird gespeichert. Nicht gut. Gar nicht gut. So, wir sind jetzt... Wir sind jetzt in 3F, also klettern wir mal hier oben hoch. Dann deutet das, dass hier irgendwo... Ach, sieh an. Ach, sieh an. Hier sind wir. Okay, nichts hinter uns. So, hier können wir jetzt diese Kiste mit dem Dietrich öffnen. Wir können die Tür aufätzen. Dann kommen wir hier auf jeden Fall schon mal weiter. Das ist gut. Und ich bin gespannt, was da Nützliches drin ist. Wahrscheinlich gar nichts Nützliches. Ein Leck ist da drin und passend dazu eine antike Münze. Wow. Wow. Da Boah. Habe ich dir gerade mit meinem letzten verzweifelten Schuss in den Kopf geschossen? Das ist ja gar nicht auf... Oh, nee. Bitte keine Lecks, wenn irgendwelche Gegner kommen. Das finde ich nicht so geil. Du bist ein bisschen langsam, aber... Du hast trotzdem noch deinen komischen Arm davor. Und den finde ich nicht so gut. Ist das schon okay so? So, also wie gesagt, da jetzt erstmal die Tür aufätzen. Und dann möchte ich auch unbedingt zur Kapitänskabine. Und da das Maschinengewehr holen. Wobei ich glaube, dann vorher noch zu einer Kiste muss, ne? Ich muss bestimmt vorher nochmal zu einer Kiste. Um da irgendwas abzulegen. Wo sind wir jetzt? Schacht. Ah, Krankenstation. Kann ich hier nicht rein? Nee. Leute, ich hasse neue Gebiete. Wisst ihr das? Okay. Es wird gespeichert. Komm schon. Wow. Jetzt, ja, schon gut. Exit. Warum wird hier gespeichert? Hätte ich mal erst das Maschinengewehr geholt. Hätte ich das mal zuerst gemacht. Ich höre doch schon wieder was. Hallo? Hallo? Ich bin ganz allein hier. Nichts drin. Da hinten ist irgendwas.
ist auch nichts. Niemand in der Ecke? Da geht's auf jeden Fall dann noch weiter. Noch ein Ätzmittel? Ach, das... Wow! Oh, Leute, warum muss es an der Stelle laggen? Boah, fuck! Fuck, Leute, es hat... Wow! Ey, scheiße! Ausgerechnet... Ausgerechnet, jetzt hat es gelaggt. Das geht doch nicht. Hat denn das umgehauen? Nicht komplett, ne? Shit. Shit. Wow. Alter. Warum? Boah, jetzt wird's gerade richtig scheiße mit den Lags. Warum? Das kann ja nicht sein. Sorry, es tut mir leid. So, mach das auch ab. Ja, nu? Netzkabel. Super. Alter, ey, der hat mich aber auch erschreckt, ne? Ich bin auch ein verdammter Schisser. Damit öffnen wir jetzt einfach nur die Tür da vorne, ne? Krankenstation, Duschraum. Okay, Schacht. Ich weiß nicht, wie ich da zum Schacht kommen soll. Die nehmen wir nochmal mit. Ach so, kannst du die nicht... Die kannst du gar nicht öffnen. Ach so. Okay. Oh, ich will hier weg. Ich will... Oh! Sie haben nicht genug Platz. Wir könnten zwei davon. Wir haben nur einmal Heilung. Wir machen das so. Dann machen wir das so. Jetzt haben wir schon wieder einen Platz. Wir haben Muni. Ich nehme das jetzt einfach mal mit und überlege noch, wie ich das machen werde. Trotzdem muss ich jetzt, bevor ich das Maschinengewehr hole, doch ein bisschen was wegbringen. Weil das braucht doch locker wieder zwei Plätze. Dann glaube ich, dass es ganz sinnvoll ist, wenn wir uns jetzt erstmal eine Kiste suchen. Aber hier in dem Raum war keine, ne? Moment, Karte. Da ist 4F, Kapitänskabine. Ja, das bringt mir aber echt nichts, wenn ich da jetzt hingehe. Ich muss eine Kiste finden. Und die Kiste ist in S2. Okay, das bedeutet, ich kann doch jetzt... Ich kann doch jetzt erstmal hier runter und schon mal das Netzkabel... Oh, das ist so krass, ne? Das Netzkabel schon mal einsetzen, oder nicht? Aber wahrscheinlich hier, aber da fehlt doch noch eine Sicherung. Netzkabel. Ach! Eine Sicherung fehlt, Leute. Wir müssen bestimmt die Sicherung ganz vom Anfang holen. Deshalb kommen wir auch nochmal nach unten... In die erste Etage, ne? Weil da nämlich eine Sicherung war. Stimmt, und die können wir dann aus der Tür nehmen. Wo war das jetzt? Das können wir dann aus der Tür nehmen. Denke ich, denn die Tür brauchen wir dann nicht mehr. So, dann werde ich nochmal eben ganz kurz schauen, was wir jetzt hier logischerweise kombinieren und was nicht. Also 16 Schuss, 80 für die Maschinenpistole, 10 nochmal so, eine davon, zweimal Heilung. Ich muss sagen, bis jetzt hatte ich nie so die Probleme mit Heilung, oder? So kommt es mir persönlich zumindest vor. 20, 16. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt so. Ja, also wirklich, ich habe das Gefühl, mit Heilung... Hatte ich nie so übelst krasse Probleme. So, die kommen rüber. Das brauche ich, wie gesagt. Das ist die Munition. Maschinengewehr-Muni werde ich dann auch brauchen. So, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt mal hier. So, zur untersten Ebene und Ethan retten. Jo, das überschreiben wir. Und dann würde ich sagen, was das für diese Folge. Es geht doch noch länger als gedacht. Ich habe es schon bei der letzten oder vorletzten Folge so gedacht. Ja, wir gehen aufs Ende zu. Aber anscheinend ja noch nicht. Gut. Bin ich gespannt, ob wir noch irgendwann von diesem Schiffswrack hier runterkommen. Fände ich eigentlich ganz gut. Und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.